Hallo ihr Lieben und willkommen zum 1000 Abonnenten Special. Vielen, vielen Dank für 1000 Abonnenten. Das freut mich mega. Jeder einzelne davon freut mich mega. Ich wollte euch mal so ein bisschen erzählen, was das YouTube-Dasein so mit sich bringt. Also warum ich überhaupt damit angefangen habe. Wie die meisten von euch ja wissen, habe ich eine Homepage natürlich über meine Hundezucht. Und auf der habe ich immer unter den Neuigkeiten aktuelle Bilder der Welpen gepostet und ja, so dass die Leute also immer das gut verfolgen konnten. Und manchmal habe ich eben auch ein Video hochgeladen. Damals aber wirklich noch so, ohne da irgendwas zu gesagt zu haben, einfach nur so spielende Welpen. Ja, diese Videos kamen aber einfach total gut an bei den Leuten und auch so, wenn ich was Erklärendes dazu geschrieben habe, wie weit die Entwicklung der Welpen jetzt so vorangeschritten ist und so, das, ja, finden, glaube ich, schon einige Leute ganz interessant. Und dann habe ich mir also irgendwann überlegt, ja, so ein YouTube-Kanal, kann man das machen in meinem Alter, mit dem, was ich so zu erzählen habe? Ich habe das so ein paar Leuten erzählt und die waren da ganz angetan von und fanden die Idee also alle so ganz gut. Aber ja, einfach so einen Einblick in das Leben mit 5 Hunden zu bieten und eben auch in das Leben eines Hundezüchters mal reinschnuppern zu können. Ja, meine kleine Schwester hat mir dann so einiges erklärt. Die ist 12 Jahre jünger als ich und sagte dann, naja, aber wenn du YouTube machst, dann musst du auch Instagram haben und Twitter und so. Naja, also Twitter habe ich relativ schnell abgehakt. Das habe ich bis heute nicht verstanden, wie das funktioniert. Instagram finde ich richtig cool. Ne, wer mir da folgt, der sieht ja auch, dass ich da eigentlich täglich irgendwie was poste. Das ist halt so schön einfach. Und ja, Facebook, naja, das kannte ich vorher schon. Ja. Dann ist es ja aber mit so Videos halt auch so, wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, da kann man nicht, egal wie man aussieht, die Kamera einmal ins Gesicht halten. Das braucht Vorbereitung. Und auch so im Hintergrund, ne? Ja. Das sieht immer so aus bei mir mit Blümchen. Da liegt kein Kram auf dem Tisch rum, immer schön ausgeleuchtet. Ja, eben nicht, ne? Ich habe also einfach nur alle Gläser und die Flaschen von da nach da geschoben, damit es den Anschein macht. Es braucht also ein bisschen Vorbereitung, weil, naja, ich will euch nicht irgendwas vorgaukeln, was nicht so ist, aber man muss ja doch auch irgendwie sein Gesicht wahren. Das, was unverändert bleibt für die Videos, sind die Hunde. Die sind immer schön. Meine Güte, ist die süß. Hast du gerade geschlafen? Ja, die chillen hier ausnahmsweise mit mir auf dem Sofa. Jetzt hatte ich euch ja gesagt, es gibt was zu gewinnen. 1000 Abonnenten, da muss man sich schon mal bedanken. Und zwar ist das eine Sache, auf die ich damals lange gespart habe. Da war ich noch in der Ausbildung und das war aber eine Sache, die ich unbedingt, unbedingt haben wollte. Ich hatte euch ja in dem Pepe-Video erzählt, dass ich mich aufgrund von Pepe eben auch so sehr mit Hundetraining, Hundeverhalten und so weiter auseinandergesetzt habe. Deswegen ging an einer Sache kein Weg dran vorbei und das war dieses Buch, Die Hundepsychologie von Dr. Dorit Feddersen-Petersen. Ja, ein ordentlicher Wälzer. Sehr wissenschaftlich geschrieben, aber doch eben das Buch der Wahl. Das verlose ich und zwar unter allen, die mitmachen,
mitmachen könnt ihr, indem ihr zum einen natürlich Abonnent meines Kanals seid und zum anderen dieses Video kommentiert mit der Antwort auf die Frage, was war das erste Video, was du von mir gesehen hast. Ich wünsche euch ganz viel Glück. In einer Woche wird ausgelost. Bis die Tage. Was? Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Dann aber los!